Pedro und Helena, zwei ausgezeichnete Superdetektive. Folge 1: Wie alles begann. Was? Schon wieder ein Mord und ein Diebstahl hier in Minningen. Boah, wir müssen etwas unternehmen. Vielleicht kann ich ein Detektivbüro eröffnen. Aber ich brauche dafür ein Gebäude. Wo kann ich denn mein Detektivbüro eröffnen? Mein Haus wird es wohl nicht sein. Ich will das nicht. Vielleicht kann ich mal im Internet suchen. Nein. Ein sehr hohes und schönes und großes Gebäude. Ja, das passt für den Detektivbüro. Hallo Helena, was es denn gibt? Ich möchte ein neues Detektivbüro eröffnen. Bist du dabei? Warte. Einen Moment. Lass mich bitte ausreden. Helena, bitte! Danke. Also, ich beantworte alle Fragen, wenn wir uns in der Langstraße 8 treffen. Ja? Okay. Wiedersehen! Ein wenig später. Hallo, ich bin Peter und Sie müssen wohl Raffaella Villa sein, die Verkäuferin des Geschäfts. Ja, die bin ich. Grüß Gott. Hier sind die Schlüssel. Dankeschön. Okay, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo Helena. Hallo Pedro. Komm, wir gehen hinein. Okay. Okay, beginnen wir schon mal mit der Einrichtung. Okay. 5 Tage später. Okay, jetzt müssen wir nur noch Mitarbeiter auftreiben. Wie denn? Wir hängen Plakate auf und ich übernehme die Kasse. Also, Sie werden sich bei mir anmelden. Denn ich bin der Chef, weil ich der Erfinder dieses Detektivbüros bin. Etwas später. Ich glaube, es kommt doch keiner. Guten Tag. Ich möchte mich hier bewerben. Ah, guten Tag. Bitte kommen Sie. Ich möchte mich hier bewerben. Ja, es gibt noch einen Platz frei. Und zwar Überwachung bei den Detektiven. Wollen Sie sich hier anmelden? Ja, ich möchte mich hier anmelden. Können Sie gut überwachen? Natürlich kann ich das. Wollen Sie mich etwa beleidigen? Ich war schon mal 2 Jahre Nachtwächterin. Okay, Sie können rauf, aber bitte reden Sie das nächste Mal nicht so mit mir. Oder Sie sind gefeuert! Okay, Entschuldigung. Guten Tag, ich möchte mich hier bewerben. Es tut mir leid, aber alle Plätze sind belegt. Was? Bitte, ich will eine Ausnahme machen, ich bin arbeitslos. Es tut mir leid, aber alle Plätze sind schon belegt. Ich kann nichts mehr für Sie machen. Bitte, ich will eine Ausnahme. Bitte. Nein, bitte verstehen Sie das doch. Ich kann leider nichts mehr machen. Doch, Sie können etwas machen. Und wenn Sie das nicht tun, werde ich Ihnen die Haare aus dem Kopf reißen. Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein!
Doch! Nein! Doch! Ah, verschwinden Sie! Ah, ja! Aua! Hey! Aua! Aua! Sie tun mir weh! Aua! Aua! Hey, Hilfe! Hiya! Aua! Petra! Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Sie sind verhaftet, weil Sie mit einem Detektiv gekämpft haben. Nein, ich bin nicht verhaftet. Aua, mein Gehirnschädel. Hey, lass ihn in Ruhe. Lassen Sie meine Schwester in Ruhe. Aua. Helena, geht's dir gut? Ja, es geht schon. Wir müssen hinterherlaufen. Das kannst du dir abschminken, Helena. Der ist bestimmt schon längst über alle Berge. Aber komm, wir räumen hier jetzt alles auf. 5 Minuten später. Also, ich muss sagen, wir haben wirklich tolle Arbeit geleistet. Petro von dem Surfest Detektivbüro. Hallo. Ja? Ah. Okay. Okay. Wiedersehen. Petro, wer hat dich angerufen? Eine Lehrerin. Sie wird uns heute um 15 Uhr besuchen. Mein Kind wird ein Fort. Und dein Führer hat mir das hinterlassen. Hier steht, ich habe dein Kind entführt. Und wenn du ihn wiedersehen willst, musst du und der Chef von Surfest Detektivbüro da sein. Keine Mitglieder, nur euch zwei. Und keine Waffen oder sonst irgendetwas Tödliches. Wir haben es hier mit deinem Kindesentführer zu tun. Erfinder und Fotografie, Bewegungen, Helena. Hallo, ich bin Pedro Coutinho. Hallo, ich bin Helena Coutinho. Also, falls euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben und vielleicht auch ein Abo dalassen. Und tschüss und auf Wiedersehen.